Knoppigster Raspberry Pi. Die Idee gärt schon eine Weile. Ich habe ja auch schon ein paar Mal darüber berichtet, wie schwierig das ist, weil die ARM-Architektur gar keine Hardware-Erkennung unterstützt, weil kein PCI-Bus drauf ist, jedenfalls bei den meisten ARM-Rechnern ist keiner, sondern man muss wissen, wo die Hardware IO-mäßig auf dem Board drauf ist, die Adressen, die Interrupts, die belegt sind und so weiter. Das heißt, eigentlich muss man für jedes Raspberry Pi, für jedes ARM-Gerät, für jedes Tablet, Smartphone einen eigenen Kernel haben und deswegen gibt es ja auch so viele. Bei dem Lineage OS, früher mal CyanogenMod, da gibt es ja für jedes Gerät eine eigene Version. Und das kann ich natürlich zeitlich als Alleinentwickler nicht leisten. Deswegen habe ich mich dann auf die Raspberry Pi Architektur konzentriert, obwohl es auch da schönere Rechner gibt, die schneller sind, die mehr CPU-Power und mehr Anschlüsse haben. Das Raspberry Pi ist halt eins von den am verbreitetsten und für diese eine Plattform kann ich das halt an einem Beispiel mal durchbauen. Angefangen hatte ich das mit dem Raspbian zu bauen. Jetzt macht Raspbian in letzter Zeit so ein bisschen Sachen, die mir nicht so gut gefallen, wie Debian allgemein auch. Einmal kam das mit dem Systemd halt dazu, was mich enorm auffällt, weil ich ja selber gerne mit Shell-Skripten das System hochfahre und der Systemd, der auf nicht vom Benutzer beeinflussbaren Parallelbetrieb von Programmen ausgerichtet ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, hat halt manchmal die Eigenschaft, dass das aktuelle Raspbian manchmal einfach stehen bleibt. Das fährt nicht hoch, weil zwei Sachen aufeinander warten und die warten und warten und warten und dann passiert nichts, bis man Reset macht und dann geht es auf einmal wieder. Ja, irgendwie fast wie ich es schon mal von Windows gesehen habe. Naja, jedenfalls nicht so schön. Also, was nimmt man sonst für eine Distribution? Da ist es halt beim Raspberry Pi relativ dünn. Ubuntu gäbe es noch zur Auswahl. Das ist mir wieder zu viel eigener Kram von Ubuntu mit drin. Also dachte ich, fange ich mal von ganz vorne an. Und da ich mit dem Yocto schon gearbeitet habe, war das naheliegend, mit Yocto mal wirklich so ein System from scratch zu bauen, mit eigenem Kernel, mit eigenen Anwendungen, als Rescue-System. Und man könnte es auch für die Make Money Fastbox als Basis verwenden. Dann wäre nicht so viel Zeug mit drin, was man eigentlich gar nicht braucht für so ein autark agierendes System. Vorteile und Nachteile einer komplett selbstgebauten Distribution ist natürlich erstmal ein Vorteil. Die komplette Software ist selbstgebaut und nur mit den Komponenten verlinkt, die man auch wirklich braucht. Also das Mini-Basissystem ist unter 100 Megabyte groß. Das hat es lange nicht mehr gegeben, dass man ein Linux so klein machen konnte, dass wirklich nur der Kernel drauf ist und die wichtigsten Shell-Befehle. Es sind auch keine Pakete drauf, die im Laufe der Zeit sich angesammelt und haben und vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden. Lässt sich sehr klein aufbauen. Und es gibt keine Seiteneffekte, wenn jemand jetzt in Debian oder Ubuntu was Neues einbaut, was nicht richtig funktioniert, was ich dann sonst automatisch übernommen hätte beim nächsten Upgrade. Das kann bei einem selbstgebauten System natürlich nicht passieren. Das heißt, alles, was schief geht, da bin ich dann auch selber dran schuld. Das gibt einem dann auch ein etwas besseres Gefühl. Dann weiß man wenigstens, ich habe es selbst verbockt und nicht irgendjemand anders, der mir in die Arbeit reinfuscht. Nachteile natürlich, es könnte sein oder es wird auch so sein, dass es komplett inkompatibel ist mit Standardrepositories wie Raspbian. Man kann zwar ein Debian-paketbasiertes System bauen, aber sobald man ein Debian-Paket auf so ein selbstgebautes System installiert, kommen wieder Abhängigkeiten rein, die dann wieder erfordern, dass die Hälfte von Debian mit installiert wird. Ja, also Programme aus Debian für dieses selbstgebaute System zu verwenden, ist eher unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Sobald ich zum Beispiel OpenOffice installiere aus Debian, kommt wieder ein Haufen GNOME und KDE und andere Sachen rein, die ich nicht auf der Distribution drauf haben möchte. Ja, für neue Programme muss man dann selber Skripte, Bildrezepte und so weiter schreiben, um die reinzubekommen. Also immer wenn es was Neues gibt, muss ich wieder aktiv werden. Das ist in dem Fall mehr Arbeit. Bei Yocto ist es so, dass das System immer von Grund auf neu kompiliert wird. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Änderung erfolgt, muss das komplette System neu gebaut werden. Dafür gibt es aber mit Yocto eine schöne Lösung. Und wenn ich was updaten will, dann muss ich das auf Source Code Level machen. Das heißt, auf das Git Repository vom Entwickler gehen, dort mir die Sourcen holen und das Paket für die Raspbian Knoppix neu bauen.
Ja, also als Experiment ist es auf jeden Fall interessant und das würde ich auch gerne eine Weile, solange es geht, durchziehen. Vielleicht übernimmt ja dann auch jemand anders später die Arbeit und macht an der Stelle weiter, wo ich aufhöre. Und an der Stelle kommt jetzt Yocto ins Spiel. Yocto ist ein Entwicklungsframework, es ist keine Linux-Distribution, sondern ein Entwicklungssystem, mit dem man eigene Linux-Distributionen herstellen kann. Ich versuche es mal ein bisschen größer zu bekommen. Und zwar speziell für Embedded Hardware. Das heißt, gerade für so Minicomputer, die wenig Speicher und wenig CPU haben, weil man da wirklich auf die Hardware präzise passende Distributionen erstellen kann. Yocto basiert auf einem System namens Open Embedded. OpenEmbedded.org ist die Webseite dazu. Das ist eine Suite aus Compilern und Makefiles und anderen Hilfsmitteln, die dazu dient, Distributionen selber zu bauen. Wird am häufigsten natürlich für die ARM-Architektur verwendet. Also wenn jemand so ein Gerät wie intelligente Steckdosen oder Glühbirnen oder sonst irgendwas macht, verwendet er mit hoher Wahrscheinlichkeit Open Embedded zur Programmierung. Bei dem Yocto ist eine Beispieldistribution dabei, die Poki heißt, unabhängig davon, für welches Gerät die Distribution gebaut wird. Das ist schon mal so ein Sammelsurium von Dateien und Einstellungen, die in den meisten Fällen funktionieren und ein startendes System, wenn auch nicht unbedingt ein benutzbares System, ergeben. Und die meisten behalten diesen Namen auch bei. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Embedded-System starten seht und da steht irgendwas von Poki-Distribution, dann ist es keine Distro wie Debian oder so, sondern das stammt einfach aus dem Yocto-System und wird beim Bauen so genannt. In diesem Poki drin sind sogenannte Rezepte für einzelne Softwarekomponenten, die man sich vorstellen kann wie ein Overlay. Es gibt ein Basisrezept für das Filesystem-Layout mit dem Bin-Ordner, Lib-Ordner und so weiter obendrauf. Ist dann zum Beispiel die Bin-SH drin als Shell und obendrauf sind dann wieder Erweiterungen, Einstellungsdateien und die können sich gegenseitig sowohl überschreiben als auch ergänzen. Die Reihenfolge, in der dieser Stack funktioniert, das macht man über Ordner, die angelegt werden in dem Yocto und über eine Einstellungsdatei, die die Priorität angibt. Ja, die Webseite von Yocto ist yoctoproject.org und da sind doch etliche auch große Firmen, die das verwenden, um ihre Produkte zu bauen. Yocto selber ist 100% Open Source. Es gibt aber auch bordspezifische Erweiterungen, die dann wieder andere Lizenzen haben. Das hängt je nach Hersteller davon ab, wie offen die sein wollen oder auch nicht. Also für einige Bordentwickler, NXP zum Beispiel, Freescale, die bieten eigene Erweiterungen für Yocto an, wo dann in der Lizenz bestimmte Konditionen drinstehen, die nicht unbedingt alle Open Source sind. Ja, beim Raspberry Pi gibt es eine Open Source Basislayer, womit man Systeme für Raspi bauen kann. Das ist dann schon mal eine gute Basis. Ja, die Idee bei Yocto ist 100% reproduzierbare Bauvorgänge. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Da haben wir einen Entwickler, der gerne mit Windows arbeitet, einer, der hat Ubuntu, ein anderer sagt, nee, ich bin Debian-Verfechter und ein dritter hat ein ganz altes SUSE. Wie sorgt man dafür, dass wenn diese vier Leute alle mit dem Yocto die Software bauen, dass immer das Gleiche rauskommt? Das ist eine harte Nuss, da muss man mal drüber nachdenken. Wie kann man das erreichen, dass vier Entwickler mit völlig unterschiedlichen Betriebssystemen, unterschiedlichen Einstellungen, unterschiedlichen Versionen vom C-Compiler, ne? Vielleicht hat der eine noch ein GCC3, der andere hat schon GCC7, mit Sourcen, die völlig inkompatibel sind, aber wie kann man erreichen, dass die alle am Ende identische Binaries produzieren können? Ja, Idee? Man muss dafür sorgen, dass dieses Yocto-System erstmal eine gemeinsame Basis für die Entwicklung herstellt. Am Anfang ist das Yocto 20 Megabyte groß und besteht im Wesentlichen aus Python-Skripten. Ja, Verzeichnisse mit Python-Skripten drin. Dann baut sich das Entwicklungssystem erstmal selber. Das heißt, es lädt sich die Sourcen vom C-Compiler, vom Cross-Compiler runter,
Sourcen von Hilfsprogrammen und baut in einem Ordner eine sogenannte Build-Root, also eine Umgebung, ein eigenes Linux-System in einem separaten Ordner, und das enthält die Tools, die für alle Entwickler gemeinsam verwendet werden, um das System zu bauen. Das ist der Trick, wie es funktioniert. Also es wird nicht davon ausgegangen, alle Entwickler benutzen von vornherein das gleiche System, sondern wenn die Yocto starten, dann holen sie sich die Quelltexte und bauen daraus alle das gleiche Build-System, quasi ein Linux im Linux oder ein Linux in der virtuellen Linux-Umgebung unter Windows. Und im Endeffekt haben alle die gleiche Version vom C-Compiler, vom Linker, von den Bibliotheken, von den Quelltexten. Und ab dem Moment kann die Distribution tatsächlich gebaut werden. Also, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr aufwendig. Am Anfang dauert es auch sehr lange, bis Yocto sich erstmal selber zusammengebaut hat. Und dann werden aus diesen ursprünglich 20 Megabyte auf einmal schon mal 10 Gigabyte, und das ist dann erst das Bildsystem. Ja, also das Linux, was sich selber zusammengesetzt hat, um ein neues Linux zu bauen. So, das sind die Grundvoraussetzungen, die müssen aber auf dem Host-System, das heißt auf dem eigentlichen Arbeitssystem von dem Entwickler, auf jeden Fall vorher installiert sein, sonst kann man natürlich keine Sourcen holen und auch nichts bauen. Git 1.8.3 oder höher, TAR, ne, der Tape Archiver, um Archive auszupacken, und Python 3.4. Dann gibt es noch so ein paar Programme, die wichtig sind, um Dateirechte zu setzen. CH-ATR zum Beispiel, das steht nicht in der offiziellen Liste drin, das habe ich aber beim Bauen gemerkt, dass dieses Mini-Programm unter Knoppix gefehlt hat. Das ist ab den aktuellen Versionen auch drin, sodass man Yocto benutzen kann. Das meldet er aber dann beim ersten Bauvorgang, dass irgendwas fehlt. Aber diese drei Sachen, die müssen unter Linux vorhanden sein, damit das Yocto überhaupt läuft. Und um die in der richtigen Version zu installieren, gibt es dieses Kommando hier, apt-get install, und dann kommen diese paar Utilities. 90% davon sind auf jedem Linux-System auch drauf. Das Python 3, das könnte sein, dass es bei älteren Systemen noch nicht vorhanden ist und dann installiert werden muss. So, die Yocto-Architektur. Wie ist Yocto aufgebaut? Das POKI ist eine Referenzimplementation von, also ein Beispielbetriebssystem, das auf Yocto basiert. Yocto selber basiert auf dem Open Embedded Framework, und Open Embedded benutzt ein zentrales Kommando für das Bauen von Distributionen, das heißt Bitbake. Das heißt, das Kommando, was wir eigentlich tippen, wenn wir den Bauvorgang starten, ist einfach nur Bitbake und dann der Name des Pakets oder der Distribution, die wir jetzt bauen möchten. Es ist auch möglich, verschiedene Derivate vom gleichen Betriebssystem zu machen, sozusagen Knoppix Mini, Knoppix Maxi, und dann stehen die entsprechenden Rezepte in den Ordnern drin, die sagen, was zu dem jeweils dazugehört. Ja, wenn man das Yocto frisch runterlädt und auspackt, sieht das zunächst mal so aus. Das Verzeichnis Bitbake hat 9 Megabyte, die Dokumentation immerhin 20 Megabyte, also auf Dokumentation wird bei Yocto sehr viel Wert gelegt. Ist leider alles erstmal komplett in Englisch. Deutsche Dokumentationen gibt es noch nicht so viele oder habe ich nicht gefunden. Dann gibt es den Meta-Ordner. Der Meta-Ordner, wie man vielleicht den Namen entnehmen könnte, ist so eine Art übergeordnete Distribution. Das sagt, wie eine Linux-Distri normalerweise vom Layout her aussieht, aber macht keine Vorgaben, wie die einzelnen Programme lauten müssen und wo die sind. Ja, dann gibt es noch ein paar weitere. Einige davon sind schon in dem Knoppix für Raspberry Pi integriert. MetaOffice ist ein Layer für LibreOffice zu bauen. Der ist ganz klein, aber das liegt einfach daran, dass da nur die Rezepte drin stehen, wie es gebaut wird. Das eigentliche Downloaden von den Quellen von OpenOffice, das findet während des Bauvorgangs statt. Meta Open Embedded ist der Dependency Layer, also dort sind die Kommandos drin, die man braucht, um so größere Sachen zusammenzubauen. MetaPoKi ist die Poki-Beispieldistribution. Meta Raspberry Pi gibt es über die Raspberry Pi Homepage zum Download als extra Layer für Yocto. Damit kann man schon generell für Raspberry Pi Betriebssysteme bauen und die durch eigene Layer dann erweitern. Alles, was Knoppix spezifisch ist,
Ja, der Startvorgang, die installierten Programme, die Auswahl an Software, das ist alles in dem Ordner meta-raspi-knoppix. Und dort gibt es dann wieder einzelne Config-Dateien, die sagen, wie groß es gebaut werden soll. Minimal, maximal, mit welcher grafischen Oberfläche und so weiter. Dann gibt es ein Layer für Selbsttests. Dann gibt es bordspezifische Layer. Da stehen also die Eigenheiten von verschiedenen CPUs drin. Yocto erlaubt es zum Beispiel auch, dass ich eine Distribution für die eine CPU für ein Board mache und das dann auf ein anderes Board adaptiere, indem ich so einen bordspezifischen Layer hinzufüge und sage, jetzt baue mir das Gleiche, was du für Raspberry Pi gebaut hast, bitte für dieses Tablet. Das ist eine ganz schöne Sache. Das wird nicht in jedem Fall funktionieren natürlich, wenn bestimmte bordspezifische Eigenschaften Compiler-Optionen bedingen, die nicht überall vorhanden sind. Aber die Chancen sind recht gut, dass man mit sehr wenig Aufwand für verschiedene Geräte eine eigene Distribution bauen kann. Ja, ein paar Skripte, vorwiegend in Python geschrieben, sind hier auch drin. Dann gibt es das Build Directory mit Konfigurationsdateien, die sind ganz wichtig, die muss man am Anfang immer anpassen und reinschreiben, für welche CPU, mit welchem Paketsystem, wie groß die Partitionen sein sollen, auf denen später die SD-Karte installiert wird. Und ein S-State-Cache, eine super interessante Sache, sozusagen schwarze Magie, dort wird alles gespeichert, was fertig ist, als Statusinformation. Und dann kommt der wichtigste Ordner von allen, das ist das TMP-Verzeichnis. Das klingt komisch, ne? Aber es ist tatsächlich so, im TMP-Verzeichnis ist alles drin, was während dem Bauvorgang gemacht wird. Da sind die fertig kompilierten C-Compiler drin, da ist das SD-Karten-Image drin, da sind die Sourcen drin, die runtergeladen werden während dem Bauvorgang und das Ding kann eigentlich beliebig groß werden. Also im Moment, gucken, 23 GB haben wir da, aber ich habe es auch schon auf über 40 GB hochgebracht. Also wenn man eine SD-Karte kauft, um da drauf mit Yocto ein Betriebssystem zu bauen, sollte man 64 oder mehr Gigabyte investieren, weil der TMP-Ordner maximal groß werden kann. Das sind auch die Sysroots, das heißt Abbilder von dem Linux-System, was dann verwendet wird, um ein Knoppix für Raspberry Pi zu bauen. Das Besondere an diesem TMP-Verzeichnis und wahrscheinlich auch Inspiration für die Namensgebung ist, dass man, wenn man eine Distri fertig durchgebaut hat, dieses TMP-Verzeichnis löschen kann und der zweite Bauvorgang, der geht dann statt in mehreren Stunden in wenigen Sekunden, weil alles, was in dem TMP-Ordner drin ist, in den essentiellen Teilen, die gebraucht werden, ebenfalls in dem S-State-Cache drin ist, der aber deutlich kleiner ist. Der ist hier 7,4 GB groß. Ja, und der stellt alles wieder her, was in dem Build-TMP-Ordner vorhanden war, um die Distribution zu bauen. Da fehlen zwar dann die Quelltexte, die man runtergeladen hat, aber die vorkompilierten Quelltexte und die Compiler, die man gebaut hat während des Build-Prozesses, die sind in dem S-State-Cache drin und deswegen kann man den TMP-Ordner tatsächlich einfach wegputzen. Dann ist zwar auch das SD-Karten-Image weg, aber man kann mit dem nächsten Bitbake es in Sekundenschnelle wiederherstellen. Ich werde das gleich mal probieren, das ist zwar schon länger her, dass ich auf die SD-Karte gebaut habe, aber da können wir den TMP-Ordner auch einfach mal löschen und gucken, was passiert, wenn ich es neu durchbaue und wie lange das dauert. So, ja, wenn wir also eine eigene Distribution bauen, laden wir uns das Yocto runter, sind nur wenige Megabyte und fangen an, das zu konfigurieren. Eine Sache, an die man jetzt eigentlich nur bei Knoppix denken muss, ne? Wenn wir jetzt von einem USB-Stick einen Knoppix-Stick gebootet haben. Knoppix hat einen 64-Bit-Kernel, der aber auf einem 32-Bit-User-Space läuft. Mit dem Hintergrund, dass es auf möglichst vielen, auch ganz alten Rechnern noch laufen soll. Ja, auf einem alten Rechner wird der 32-Bit-Kernel genommen mit 32-Bit-Programm, ist kein Problem. 64-Bit-Kernel mit 32-Bit-Programm ist auch kein Problem, aber Yocto, sobald Yocto einen 64-Bit-Kernel erkennt, möchte es auch die Binaries, also die für das Bildsystem, in 64-Bit bauen und das geht schief, ja, weil die ganzen Libraries, die auf der Knoppix drauf sind, sind halt in 32-Bit. Also da wird es an irgendeiner Stelle einen Fehler geben und da gibt es einen Workaround für, der steht hier, setarch i386-bin-bash wechselt die Architektur, die an Programme weitergeleitet wird. Kleine Demo, kann man auch selber ausprobieren. Wenn ihr eingebt uname-a,
steht da ja, welchen Kernel wir gerade haben und in wie viel Bit der läuft. Na, das ist der Kernel, der 4.12.6-64. Da steckt die 64 Bit zwar schon im Kernel drin, das ist aber noch nicht ausschlaggebend. Wichtiger ist das hier, x86-64. Das sagt nämlich, dass ich eine 64-Bit-CPU habe. Das ist übrigens auch der Grund, wenn man mit Knoppix auf so eine Webseite wie Skype geht, dass dort immer versucht wird, die 64-Bit-Version von Skype runterzuladen. Das erkennt die Webseite anhand dieses Kürzels x86-64 und bietet dann automatisch als Default die 64-Bit-Version von Programmen an. Und das möchte ich nicht. Set Arch i386 und ich muss ein Programm angeben, für das diese Architektur gesetzt wird, bin Bash. Ich starte also eine neue Shell und in dieser Shell sehe ich jetzt einen i686 Computer, also 32 Bit. Alles, was ich jetzt in dieser Shell starte, sagt, ich laufe auf einer 32 Bit CPU und da kann ich jetzt auch mein Yocto-Bild starten oder einen Browser öffnen, auf eine Webseite gehen und Software für 32 Bit runterladen. Ja, vielleicht sollte man das auf Knoppix standardmäßig machen, aber ich glaube, das könnte dann wieder Seiteneffekte haben auf andere Programme, die dieses Uname-A verwenden, um die Architektur der CPU rauszufinden, um was zu optimieren. Und da würde ich dann eher ungern dran rumschrauben. Also ich mache das nur dann, wenn ich wirklich was in 32-Bit bauen muss und auch möchte, dass die Programme nur 32-Bit sehen. Ja, set Arch i386, bin Bash, startet eine Shell und gibt in dieser Shell ein 32-Bit-Betriebssystem weiter. Dass das hier i686 heißt und hier i386, hat einfach den Hintergrund, dass der Kernel mit 686er Optimierung gebaut wurde. Das geht unter Debian auch nicht mehr anders. Also 486er Kernel laufen unter Debian leider nicht mehr. Pentium 2 aufwärts ist die kleinste CPU, die von Debian noch unterstützt wird. Und das sind eben diese 686er. So, jetzt habe ich also die Architektur gewechselt auf 32-Bit und kann in das ausgepackte Yocto-Poki-Verzeichnis reingehen. media.yocto.poki. Ja, und das sind diese einzelnen Layer von der Yocto-Umgebung. Der Ordner fürs Bitbake, Bild, Dokumentation, Lizenz und so weiter. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir bereiten das System vor, sodass ich ein Embedded-Build starten kann. In diesem Skript OE steht für Open Embedded, Init Build Env sind alle Variablen und Pfade drin, die ich setzen muss, damit das Yocto-System seine eigenen Verzeichnisse finden kann und vorbereitet ist, dass auch die Compiler aus dem richtigen Verzeichnis geladen werden. Das muss ich mit Punkt starten. Die Datei muss also in der aktuellen Shell gesourced werden. OE Build Env. Ja, das ist jetzt passiert. Wenn man sich jetzt den Pfad anguckt, echo$path, sollte man auch sehen, dass jetzt das Skripte-Verzeichnis, das Bitbake-Bin-Verzeichnis und ein paar andere Verzeichnisse vorne im Pfad sind. Das heißt, wenn kompiliert wird, dann wird mit dem Compiler kompiliert, der beim Yocto dabei ist und vorher schon gebaut wurde. Ja, einige Anpassungen sind noch zu machen für das Knoppix für Raspberry Pi. Wenn ich zum Beispiel speziell für das Raspberry Pi 2 optimieren will, kann ich angeben in der Datei, wo ist sie, buildconf.local.conf, dass es ein Raspberry Pi 2 Knoppix werden soll. Die Distro lässt man am besten auf Poki. Später kann man dann in etc/issue eigene Distributionsnamen reinschreiben, aber das ist halt von Open Embedded von Yocto die entsprechende. SDK Machine gleich i686 sagt auch, ich möchte bitte die Compiler und so weiter für 32-Bit bauen, nicht für 64-Bit, obwohl die CPU vielleicht 64-Bit ist. Und das Ganze läuft unter Debian, das ist dann unter Sanity Tested Distros. Sonst beschwert sich Yocto jedes Mal, dass ich ein Debian oder ein Betriebssystem verwende, was nicht zertifiziert ist zum Bauen mit Yocto. Das kann man durch diese eine Zeile abschalten. Ja, standardmäßig hinterlässt Yocto beim Bauen von sich selber und von der Distribution einen Haufen Sachen, die man eigentlich dann nicht mehr braucht.
Wenn der C-Compiler einmal installiert ist in der Yocto-Umgebung, muss ich die Sourcen und die ganzen .object-Dateien ja nicht mehr aufheben. Und dafür gibt es einen hervorragenden Trick, den die wenigsten Yocto-Entwickler kennen und deswegen viel mehr Platz verbrauchen, als sie eigentlich haben müssten. Inherit plus gleich rmwork löscht nach jedem Bauvorgang die Zwischenprodukte. Ja, damit erreiche ich, dass Yocto jedes Mal, wenn es was erfolgreich gebaut hat, die alten Quelltexte, Sourcen, Temporärdateien automatisch löscht, das neu gebaute Binary installiert im Cache und dann weitermacht. Number Threads sagt, mit wie viel CPU-Kernen ich arbeiten will. Da sollte man was angeben, was größer oder gleich ist der Anzahl tatsächlicher CPUs im Rechner. Ja, der hier hat zwar nur 4 Kerne, aber ich arbeite mit 8 Threads, also kann er 8 Aufgaben gleichzeitig erledigen. Dann gibt es noch ein paar Features, Distro-Features, die man eintragen kann. Die sind layer-spezifisch, also der Raspberry Pi Layer, der unterstützt die Option OpenGL. Das baut dann die OpenGL-Treiber für die Grafikkarte. Die kann nämlich im beschleunigten Modus arbeiten und damit kann ich dann auch Compits benutzen zum Beispiel. Der UART soll eingeschaltet sein auf dem Raspberry Pi, also die serielle Schnittstelle. Ja, man kann ja mit dem Raspberry Pi so ein Kabel verbinden und dann auf die serielle Schnittstelle zugreifen, sich einloggen, ohne dass man Netzwerk braucht. Und damit das funktioniert auf dem Raspberry Pi 3, muss dieses Enable UART gleich eingeschaltet sein. Mehr habe ich jetzt für das Raspberry Pi Knoppix noch nicht verändert an der Standardeinstellung. Möglicherweise kommen da später weitere Optionen dazu. Beim Bauen von Programmen, das passiert dann folgendermaßen. Zuerst werden die Quelltexte eines Pakets geholt, also übers Internet runtergeladen. Dann werden sie konfiguriert. Das ist meistens dieses Configure-Skript, was bei den Quelltexten dabei ist. Dann werden die Sourcen kompiliert, zumindest wenn es sich um Binaries handelt, um ARM-Binaries. Ansonsten werden Skripte einfach installiert. Und anschließend wird es in der Systemumgebung, in der Zielumgebung oder im Bildsystem, je nachdem, ob ich den Compiler gerade baue oder ob ich schon was fürs Raspberry Pi baue, auch installiert. Das heißt, ich habe nachher zwei Verzeichnisse. Eins, in dem gebaut wird mit Programmen, die auf meinem Hostsystem laufen und ein Verzeichnis mit dem Zielsystem, wo durchgehend die ARM-Architektur drinsteht. Das ist dann das, was später auf der SD-Karte landet, von der das Raspberry Pi booten soll. Nach der Installation erzeugt Yocto auch Pakete, die man dann installieren kann im Target-Verzeichnis oder direkt im Image in der SD-Karte. Dadurch hat man es später leichter, Software sauber wieder zu entfernen, wenn man sich dafür entschieden hat, die doch nicht mit reinzunehmen oder Software auch nachzuinstallieren. Das heißt, ich baue quasi ein eigenes Repository von Software, was nachinstalliert werden kann für meine selbstgebaute Distro. Das ist also eigentlich ziemlich viel, was schon fertig ist und einfach benutzt werden kann, was man nicht mehr selber machen muss. Ja, das Programm Bitbake wird dann meistens aufgerufen mit dem Rezept, was das Image bauen soll. Zum Beispiel Bitbake Core Image Minimal baut ein minimales Poki-Image. Im Falle von Knoppix müsste es dann aber anders heißen. Genau, das ist das Basis-Image, was bei dem Raspberry Pi Meta-Overlay dabei war. Das habe ich auch beibehalten. Bitbake RPHW-Up-Image. Und dieses Image, kann man vielleicht am Namen so ein bisschen erkennen, baut für den Raspberry Pi eine Distribution, die einfach nur hochfährt. Das heißt, Kernel startet und ich habe eine Shell. Mehr ist es nicht. Kernel, Bootloader, Root-File-System. Das durchzubauen braucht ungefähr 2 Stunden auf diesem Rechner hier. Ist zwar nicht der schnellste, aber auf neueren Rechnern wird es auch nicht viel schneller gehen. Und das SD-Karten-Image kann ich dann einfach auf Micro-SD kopieren und damit den Raspberry Pi booten und habe sogar eine serielle Schnittstelle, womit ich mich dann auf dem System umgucken kann. Gut, weitere Layer, ne, für das OpenOffice, Python, GNOME, kommen noch Sachen dazu und das Meta Raspi Knoppix, das enthält dann meine Softwareauswahl, die ich gerne hätte. Da kann ich das Rezept vom RPHW-Up-Image wiederverwenden mit Include. Ja, also diese Baurezepte sind in so einem Python-Bash-ähnlichen Derivat geschrieben, meistens mit Variablennamen und Include. Das inkludiert, beinhaltet also das einfache HW-Up-Image. Und die Sachen, die ich dazu haben möchte, ist der SSH-Server in der Dropware-Version,
ich hätte gerne DPKG und apt, LibreOffice, einfach mal zum Testen, zum Durchbauen. LX.de soll drauf sein, der X-Server, Bash, Dialog brauche ich für Adriane. Später kommen dann noch E-Link, Speech Dispatcher und SPL dazu. Das wollte ich eigentlich schon für den OCC fertig haben, kam aber dann leider nicht mehr dazu. Dann hätten wir eine Adriane-Distribution gehabt, also ein sprechendes Raspberry Pi. Bin aber nicht mehr weit davon entfernt, denke ich mal. Ja, CLoop-Block-Kompression. Und das Overlay-File-System sind schon fertig, kompilieren auf dem Raspberry Pi für Knoppix für Raspberry Pi, sind aber noch nicht im Image integriert. Beschleunigter Grafik-Support für Compiz und das Ziel-Image heißt dann RP Knoppix Image, was ich dann jetzt auch mal durchbauen will. Ja, das kann ich schon mal starten. Soll man den TMP-Ordner löschen? Könnten wir mal machen. rm-rf tmp. Das kann jetzt dauern, weil da doch schon etliche Gigabytes drin sind. Dann mache ich mal hier so lang hier weiter. Ja, wenn man mit Bitbake ein Rezept neu bauen will, zum Beispiel das LibreOffice-Rezept, kann man speziell das, was dazu gehört, die Vorgängerversion mit -c clean estate einfach aus diesem Estate-Cache rauslöschen und das erzwingt, dass es dann neu gebaut wird. Wenn ich das mache, dann würde er beim nächsten Bauvorgang nochmal die LibreOffice-Sourcen aus dem Internet runterladen, das komplett durchbauen und installieren. Andere sinnvolle Kommandos, eine Development Shell. Damit kann ich in das Verzeichnis gehen, wovon ich die Software bauen will und mir dort eine Shell geben lassen, in der ich dann arbeiten kann in meiner Change-Root-Umgebung und den Bauvorgang manuell durchlaufen lassen kann. Ja, nach dem Bitbake rp-knoppix-image kann man das Image, das liegt dann im Deploy-Ordner, Build TMP, Deploy-Images Raspberry Pi 2, kann auf die SD-Karte geflasht werden, entweder mit Copy oder mit DD. Und dann kann man das Raspberry Pi von dieser Karte booten. Gucken, das Löschen ist immer noch nicht fertig. Obwohl es eine schnelle SD-Karte ist. Ich fürchte nur, der SD-Karten-Slot, den ich hier drin habe, der ist nicht der schnellste. Der hat maximal USB-2-Geschwindigkeit. Ich kann aber parallel dazu schauen, wie viel in diesem TMP-Ordner überhaupt drin ist. DU-SM TMP. Ach, falsch. Media MMC Block 0P1 Yocto Boki Build. Sollte man also gut machen. Ja, das kollidiert jetzt so ein bisschen mit dem Löschen. Ja, die Sysroots sind die Verzeichnisse, in denen die Change-Root-Umgebung drin ist, in der dann zum Beispiel die Include-Dateien liegen, der C-Compiler, Komponenten und Bibliotheken. Ja, also ein Linux im Linux, was aber gerade weggeputzt wird. So, jetzt haben wir noch 1,8 GB, die müssten aber auch, ja, sind weg. Okay, Bitbake, habe ich das Target genannt, rp-knoppix-image. Bitbake rp-knoppix-image. Ach, falsch, ein Bitbake zu viel. Und damit wir nachher wissen, wie lange es gedauert hat, schreibe ich noch Time davor. Ja. Alleine zuzugucken, wie Yocto arbeitet, ist immer wieder eine spannende Sache, weil es so wahnsinnig hochkomplex ist. Die einzelnen Rezeptdateien sind zwar alle zusammen recht kurz, aber es sind halt unglaublich viele, die dann Abhängigkeiten zwischendrin haben. Und er guckt jetzt nach, was steht in dem rp-knoppix-image-Rezept drin, auf welchen anderen Rezepten basiert das, auf welchen Rezepten basieren die, was brauchen die und was ist schon vorhanden und was muss ich neu kompilieren. Ja, er sollte dann relativ schnell drauf kommen, dass der TMP-Ordner entfernt worden ist, dass er jetzt
also diese Bildroot-Umgebung aus dem Estate Cache neu restaurieren muss. Ja, das kann ein Weilchen dauern, aber hoffentlich nicht so lange wie das erste Bauen, das hat nämlich 16 Stunden gedauert. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage, wir können es ja laufen lassen. Naja, also ich denke, das geht. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel versprochen habe mit dem Löschen von dem Temp-Ordner. Ja. Mit den Parsing Recipes ist eigentlich auch nur beim ersten Mal so langsam. Der cached das alles im RAM und in einem Extra-Ordner. Ich denke mal, das liegt jetzt halt vor allem daran, weil ich den Temp-Ordner gelöscht habe und er viele der Sachen, die im Cache sind, dort nicht mehr finden wird. Die einzelnen Bauvorgänge, das werden wir gleich sehen, wenn er loslegt, die sind in Packages, Tasks und Targets unterteilt. Das, was ich hier angegeben habe, ist ja ein Target, also ein Ziel, was ich erreichen will. Für das müssen Packages gebaut werden und für diese müssen einzelne Tasks, also zum Beispiel baue den Cross-Compiler oder stelle das Filesystem her, müssen diese einzelnen Tasks durchlaufen. Das zeigt er schön in der Statistik an während des Bauvorgangs und man kann dann zugucken, wie viele von den, ich glaube, knapp 5000 Tasks er pro Sekunde schafft. Ja, das ist schon mal gut. Er hat also 1873 Rezepte durchgeguckt. Ja, hat jetzt festgestellt, mein System, auf dem ich baue, ist ein 32-Bit-System. Das habe ich ja vorher mit diesem Z-Arch gemacht. Die Zielmaschine ist Raspberry Pi 2. Das Target-System ist ein ARM-Computer mit dem GNU EABI-Compiler, wird die Software dafür gebaut. Und der hat, haben wir, ja, Convention Hard, haben wir Floating Point, haben wir drin, Cortex A7-CPU. Das sind alles Dinge, die man noch tunen kann für verschiedene Architekturen, für verschiedene CPUs. Und dann geht's los. 8 Tasks können immer gleichzeitig laufen. Ja, da sind jetzt erstmal 46 Tasks von 2232. Ja, und für jeden dieser Tasks muss er halt, wenn er es das erste Mal macht, die Sourcen runterladen, auspacken, kompilieren. Und dass es jetzt so wahnsinnig schnell geht, liegt einfach daran, dass er aus diesem Estate Cache die fertigen Sachen restauriert und im TMP-Ordner in die zugehörigen Verzeichnisse reinpackt. Also da ist der Bildschirm schon fast langsamer als das Bauen und obwohl das ein relativ alter Computer ist. Das Schlimmste, was ich machen könnte, wäre, dass ich ein Basisrezept verändere, woraufhin sich alle davon abhängigen Rezepte auch ändern und dann muss er tatsächlich alles komplett neu durchbauen. Aber wenn ich einfach Software hinzufüge und, oder modifiziere, die relativ weit hinten kommt, dann muss er diese Sachen vorne nicht mehr alle durchführen. Ja, manchmal würde man sich wünschen, dass man einen Kernel so schnell kompilieren könnte. Das ist schon fast 400 Tasks von 2232. Da kommen aber nachher noch ein paar mehr. Das sind jetzt nur die Dependency-Tasks, die ihr braucht, um das Bildsystem aufzusetzen. Da kommen dann später noch die Tasks dazu, die ihr dann für das Zielsystem braucht. Ja, da habe ich schon Mesa gesehen, also die OpenGL-Libraries. X-Server ist gerade vorbeigerauscht, LibreOffice. Ja, wir können mal in den TMP-Ordner reingucken, was da passiert. ls-la tmp.
Ja, im TMP-Ordner, der füllt sich schon wieder so langsam. Da gibt es die Sysroots, ja, die man braucht zum Bauen. Und der Deploy-Ordner, das ist der, wo später unser Image drin landen wird. Ja. Unter Deb landen die Debian-Packages, die installiert werden. Und unter Images Raspberry Pi, ja, da sind schon ein paar Sachen. Über die DTBs habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen auf den Knoppix-Tagen. Das sind Overlays, da steht drin, welche Hardware in dem Rechner verbaut ist, an welchen I/O-Adressen die liegt. Und der Grund, warum es hier so viele gibt, ist, dass die einzelnen Raspberry Pis sich geringfügig unterscheiden und der Bootloader sich dann jeweils das Overlay rauspicken kann, wo die richtigen Adressen für das jeweilige Pi 2, Pi 3 und so weiter drin sind. Auch wenn man TFT-Displays anschließt, dann wird das einfach durch ein zusätzliches Overlay für den Kernel erledigt. Ja, also so ist die Hardware-Erkennung quasi im Bootloader drin, die funktioniert aber halt nur sehr eingeschränkt. Er kann nicht wirklich erkennen, welche Hardware drin ist, aber er kann gucken, welches Overlay zu der CPU-Architektur und zu dem Raspberry Pi passt. Ja, was haben wir da? Kernel-Module sind auch schon fertig. Die GPIOs, VC4, das ist der Grafikchipsatz. So, es hat sich schon etwas verlangsamt, obwohl wir fast schon auf 50% sind. Das könnte aber mit der Schreibgeschwindigkeit meiner SD-Karte zu tun haben. Hätte ich 64 GB RAM, schön wär's, dann könnten wir das alles in der RAM-Disk bauen und das wäre noch deutlich schneller fertig. Das hier ist schon das Schreiben eines LibreOffice-Pakets für die spätere Installation im Image. Und DoDeploy, das sind Dinge, die dann im Deploy-Ordner was schreiben, das dürften die... Ja, genau, für Broadcom-Chipsätze die Dateien zum Booten. Das ist schon fertig. GCC-Compiler. Dellx.de. Und die Bash, da sind wir schon bei 53%. Das GTK wird vermutlich für das LibreOffice gebraucht werden. Können wir gucken, wie viel Kilobyte oder Megabyte er, oder Gigabyte er schon im TMP-Verzeichnis hat. DU-SM, TMP. Ja, 1,5 Gig, also so viel sind es noch nicht. Das Image wird später natürlich viel größer, weil das auf eine 2 GB SD-Karte müsste es eigentlich drauf passen. Ich schaue so lange schon mal, ob ich noch eine Karte übrig habe. Während er hier kompiliert, können wir ja nochmal auf die Yocto-Seite gehen und schauen, was es noch so alles für Rechnerarten gibt, die von Yocto unterstützt werden. Es spricht eigentlich auch nichts dagegen, mit Yocto eine Distribution für ganz normale Intel- und AMD-PCs zu machen. Das ist keine große Herausforderung, aber halt viel Arbeit, wenn man jedes einzelne Paket mit einem Rezept bauen will. Yocto Project
www.ubuntu-linux.org. Ja, auf der Seite sieht man, für welche Computerboards es schon fertige Basis-Packages gibt. Da haben wir hier Intel, BeagleBone, Edge-Router, x86, das ist keine große Sache, Meta, Intel, MCP und so weiter. Octocompatible, BeagleBone, Generic, Morty, das ist eine ältere Version. Und natürlich kann man auch nach einem eigenen Board suchen. Raspberry Pi. Ob es für den Banana Pi auch eins gibt? Ja, also hier gibt es eins für den Banana Pi und sicherlich auch für andere Boards. Also es ist recht beliebt bei Entwicklern von Embedded Boards und von Unterhaltungselektronik. Wird auch von Firmen verwendet, die Unterhaltungselektronik für Autos machen oder Fernsteuerung, Hausautomatisierung. Das sind meistens Yocto-basierte Projekte. So, ja, beim LibreOffice gibt es ja einen kleinen Engpass mit der Performance meiner SD-Karte, schätze ich mal. So, dann geht's schon weiter. Ist abgegangen, ne? Die. Nein, der fährt irgendwie da vorne. Oh, ah, okay, ja. Ja, was ist gut? Welches? Inter-App ist ein Netzwerk, sorry, ich tue nochmal grafische Weise. Inter-App? Schnöres Licht, Werbung. So? Inter. Inter. Das. Inter wieder Inter.
Bitte mal buchstabieren für mich. I. Echo Tango Hotel. Echo Romeo Alpha. Echo Romeo Alpha. PP. ESA App. NP. ITER AP. Also nochmal E. ITER AP. Das letzte P. AP. AP wie. Okay. Abkirsch. Aha. Das hört sich aber lustig an. Und dann nehme ich das mal auf meine Liste. Vorläufige. Sehr gern, wenn man sich die vielleicht mit apt-get-t unstable. Manchmal muss man neuere Bibliotheken dazu machen. Das wäre dann apt, sudo apt-get install etherap und vor das etherap dann noch -t unstable. Vorher, falls noch nicht geschehen, sudo apt-get update, damit die Datenbank aktuell ist. Ja, wobei, ich bin ja auch so ein bisschen altbacken, die Befehle, die ich früher mal gelernt habe, sind irgendwie länger in den Finger als notwendig. Inzwischen kann man ja auch überall, wo früher apt-get stand, einfach nur abschreiben. Ist weniger zu tippen, weil apt-get, apt-cache und so weiter ist inzwischen in dasselbe Programm reingewandert. Ja, das ist etwas kürzer. Sonst Mono. Das muss ja dann als Root gestartet werden, richtig?
noch tut er nichts. Ah, ich bin auch mit der anderen Schnittstelle drin. Das kann sein. Ja. Das Schöne ist, wenn man sieht, die Menge der Daten, so wie bei vielen Daten, die man hier schickt, sind dementsprechend dicke Striche. So. Und das Ding, in der Schule, also unter der Schule, wenn man sehen will, wer jetzt gerade wie das Netzwerk belegt. Das ist ja cool. Okay. Das müsste ich dann so eintragen, dass es automatisch als Root startet in der Knoppix. Zum Beispiel kann man es sehr gut sehen, wenn man Geräte anbietet oder mit Root anbietet, wo man die Zeiten oder die Pakete erhöhen kann, dann sieht man nämlich die Datenmenge. Muss halt ein bisschen zeichnen. Namensauflösung kann man aber nicht. Mach das. Okay. Alexa, stopp. Na, noch nicht ganz. Okay, hier sind wir schon einen weiter. Ja, vorher hat er die Sysroot-Umgebung aufgebaut, das waren diese 2000 Tasks. Jetzt ist er beim Installieren und Aufräumen mit dem RMWork. Das geht auch nochmal ein Stückchen schneller. 5500 von 7000 Tasks. Ergänzung zu den Debian-Paketen im Demo, oder ist das noch zu weit? Habe ich mir noch nicht angeguckt, was es mit den Snap-Paketen auf sich hat. Eine Überlegung wert. Eigentlich wäre das auch eine schöne Erweiterung für die Raspi Knoppix bzw. für Yocto. Das kennt als Paketformat bisher IPKG, das ist so eine Art Embedded Debian-Paket. Dann Debian und RPM und Target Set von Slackware. Snap-Pakete, weiß ich noch nicht. Ach, jetzt kommt das RootFS, jetzt macht er also das SD-Karten-Image fertig. Das kann gleich dauern, weil das ein 2 GB müsste das groß sein. Ich google so lange mal nach Yocto und Snap. System.de. Da haben wir es wieder. Ja, gibt es für Yocto, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich passt auf mein Vorhaben. Ja, das ist fürs Knoppix.
wenn man dafür System.d braucht, ungern. Also, es geht nicht. Ich bin, ja, es ist einfach persönliche Vorliebe, aber vielleicht geht es auch ohne System.d. Muss man halt ausprobieren. Ja, aber es ist ursprünglich von Ubuntu entwickelt worden und die haben dann nicht das System.d schieben. Das wird wahrscheinlich auf alles gehen, der Fedora. Slashback? Flashback. Wie wird das geschrieben? Also flat wie flach und back ohne CK. Ja, ohne CK. Ah, mit, nur mit C? Ohne C, ja. Nein, nur mit K. Flatback. Da scheint es zumindest was geben. Insofern, wenn ich bei der Knoppix für Raspberry Pi sowieso keine Debian-Pakete verwenden kann, bin ich für andere Paketformate natürlich total offen. Ja, das Image braucht eine Weile. Deploy Images. Ja. Da ist schon das TGZ und ein Image mit der Endung .sd oder .img ist dann das, was man direkt auf SD-Karte flashen kann. Gut, das Image bauen wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit für eine kleine Pause zum Durchlüften und Verschnaufen. Das scheint länger zu dauern. Ja. Immerhin, wir haben 7189 von 7198 Tasks geschafft. Innerhalb von einer halben Stunde wird es gewesen sein. Und das ist schon arg schnell im Vergleich zu dem ersten Mal durchbauen. Ja, das Image zu flashen wird dann nochmal ein bisschen dauern. Und dann würde ich gerne nochmal testbooten, ob es auch tatsächlich auf dem Raspberry Pi hier läuft. Ja. Ich würde mal sagen, 10 Minuten Pause. Ja. Alexa, setze Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Thank you.